Gut, Sophie bleibt, aber vorerst nur eine Probewoche. Und du ziehst dir zukünftig Hausschuhe an. Nur widerwillig hatte sich Heiner Zech auf Sophie eingelassen. Zu Hause esse ich mit den Fingern. So. Es dauerte eine Weile, bis die beiden zueinander fanden. Oma, ich wollte doch nur alles wieder gut machen. Ich wollte nur sagen, dass meine Mutter morgen kommt, um mich abzuholen. Zech schloss Sophie in sein Herz. Hiermit bewerbe ich mich offiziell um die Stelle als Opa. Und das neue Schuljahr konnte beginnen. Morgen. Tommy! Wo ist denn der? Hier. Komm, beeil dich. Lass sie nicht den großen Bruder raushängen. Ich krieg den Ärger, nicht du. Wenn Emma kommt und du bist nicht fertig, dann macht sie einen auf große Schwester. Morgen, Zweit. Na, wie war die erste Nacht? Prima. Sehr schön. Und du, Tommy, hast du was geträumt? Ihr wisst ja, alles, was man in der ersten Nacht träumt, geht in Erfüllung. Ich habe wieder in Hamburg gewohnt. Morgen. Morgen. Sorry, dass ich spät dran bin, aber ich habe mich verlaufen. Seid ihr fertig? Justus, hat Tommy alles? Ja, alles nach deiner Liste abgehakt. Sehr gut organisiert. Wenn Emma ihre Schwester wäre, wären sie das auch. Hey. Komm, wir müssen zum Frühstück. Ja, und denk dran, heute ausnahmsweise in der Cafeteria. Ja. Hat Emma auch auf die Liste geschrieben. Hier bleibe ich nicht. Meine Mom hat einen neuen Lover. Und jetzt ist sie schwanger? Nee. Aber ihr neuer Freund hat einen Sohn. Und der soll aufs Einstein. Ist ja cool. Echt? Den kannst du heute Nachmittag für mich zur Familienzusammenführung gehen. Meinen Kosmetiktermin lasse ich ganz sicher nicht sausen. Was? Tommy träumt von Hamburg. Oh, da ist bestimmt schon wieder Tobias am anderen Ende. Mensch, Tommy, deine letzte Handyrechnung nach dem Umzug war extrem. Mann, ich hab Mama was versprochen. Das ist mein Handy. Ja, und mein Ärger. Was? 30 Euro nur 5 Tagen? Sag mal, spinnst du? Die Abmachung war 5 Euro die Woche. Ich zahle die Rechnung von meinem Taschengeld. Okay, dann her damit. Kannst meins in Zukunft nehmen. Ich habe einen Flatrate. Bis in den Jemen. Meine Eltern arbeiten da. Das ist doch die Hamburger Vorwahl. Ja und? Ich komme aus Hamburg. Hi Svenja. Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zum neuen Schuljahr. Ich freue mich, dass wir dieses Jahr wieder 3 neue 6. Klassen bei uns begrüßen können. Ich wünsche euch allen einen guten Start, viel Freude, Neugier und Wissensdurst. Ich möchte natürlich Kommst auch du die Neuzugänge in den oberen Klassen Was meinst du? Begrüßen und naja, zu Hause von Daddy kontrolliert werden und hier vom Big Mother Steiner. Naja, das ist ätzend. Aber lange mache ich das nicht mehr mit. Wir auch in diesem Jahr wieder gerecht werden wollen. Auf Einstein ist es Tradition, dass jedes Schuljahr unter einem bestimmten Motto steht. Und das Motto in diesem Schuljahr lautet, schau nicht weg. Wir alle sind aufgefordert, uns einzubringen. Dabei stehen Projekte im Vordergrund, bei denen wir über den Schultellerrand hinausblicken und in die Gesellschaft gehen wollen. In Hamburg hatten wir eine Initiative Babysitting für Alleinerziehende. Geht sowas auch? Ja, eine schöne Idee. Sehr gern. Besprecht ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als fremde Wälder zu füttern. Reicht sie innerhalb der nächsten 4 Wochen ein. Wir dachten zum Beispiel an die Fürsorge für ältere Menschen in Altersheimen, die Mithilfe in einer Suppenküche oder auch das Sammeln von Kleiderspenden für den Jugendnotdienst. Herr Pasulke, gehen Sie ruhig durch. Nur Nullen beim Frischfleisch. Das ist übrigens Herr Pasulke. Sobald ein Junge nicht reich ist, 1,80 groß und coole Klamotten trägt, mobbst du. Tja, ich weiß eben was Gutes. Ach so, ja. Über all diesen Ehrenamtlichen der da, siehst du? Wollen wir natürlich auch der ist eine Obernull. Vergessen, die an erster Stelle steht. Heute erhaltet ihr erst einmal eure Stundenpläne. Und echt? Danach ich. Wollen wir Ach. Die Paten beweisen. Tobias, also ich hab so scheiß Heimweh. In der Aula
Das bringt doch nur wieder Ärger. Und dein Taschengeld ist ganz weg. Tobi hat mich angerufen, das kostet nichts. Du musst Einstein schon eine Chance geben. Wenn du nur am Hörer klebst, hast du hier nie Augen für was. Schau dich um. Dazu gebeten, wollen dann die Paten auslosen. Und ja, das ist jedes Jahr ein großer Spaß. Meine Eltern sind mit ihrer Firma nach Dresden. Und wir drei sind dann hier gelandet. Wie wir drei? Ich habe noch zwei Geschwister. Emma, das ist sie. Und das ist Tommy. Oh mein Gott, der sieht ja aus wie 10 Tage Regen. Seit dem Umzug in den Ferien ist er so. Er will zurück nach Hamburg. Ich bin schon mindestens 3-mal umgezogen. Von sonst nach Düsseldorf, nach Hamburg und nach Erfurt. Hier ist es am besten. Klar. Ja, wirklich, in Hamburg regnet es doch immer. In Hamburg hatte ich Tobias, Karl, Micha, Alex, Lilly. Mein Fechtclub war so klasse und die Schule war spitze. Ich war auch auf der gleichen Schule und fand sie gar nicht so toll. E-Pirat, das ist unsere neue Schatzinsel. Komm, volle Kraft voraus. Und Tante Polly, trickst du mir aus. Du kannst mein Handy haben zum Telefonieren. Tante Polly aus Tom Sawyer? Psst, die darf ihren Namen doch nicht hören. Komm, lass gut sein, Justus. Für diese Gags bin ich zu alt. Tommy, es gibt keinen Weg zurück nach Hamburg. In Hamburg ist viel zu viel Wasser. Ich liebe Wasser. In Hamburg gibt es aber kein Krämerbrückenfest mit Mittelaltermarkt und Trommel. Ach, und der Hamburger Dom hat die größte Achterbahn in Deutschland. Ist das nix? Okay, aber der Zoo hier. Du kennst dich echt schon gut hier aus. Ich war in den Sommerferien schon hier. Mein Opa ist Lehrer im Einstein. Ach, dann weißt du, wo hier ein Freibad ist. Ja, klar. Super, da gehen wir heute hin. So, Leute, mein Name ist Hanak, wie man sieht. Los, zack, zack, auf die Plätze. Und damit ich mir euren Namen besser merken kann, würde ich euch bitten, Namensschilder aufzustellen, ja? Das mit dem Merken wird aber schnell gehen, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, denn wir verbringen 9 Stunden die Woche zusammen. Ja, nämlich mit Sport, mit Erdkunde und, bis die neue Lehrerin da ist, Deutsch. Also, an eurer Stelle würde ich mich gut mit mir stellen. Und heute fangen wir an mit Erdkunde, und zwar Wasserwege in Deutschland. Stellt euch mal schnell hier in der 2er-Reihe auf, Mittelgang, los! Ich verteile jetzt an jedes Paar 2 Magnetkarten mit einem Flussnamen drauf, ja? Jedes Paar kriegt 2 Kärtchen und dann ordnet ihr diese Flussnamen an der Tafel dem hoffentlich richtigen Fluss zu. Alles klar? Ja. Ich nehme dir. Übrigens, das mit dem Freibad heute, das klappt doch nicht. Guck dir mal das Wetter an. Viel zu kalt draußen. Echt? Gibt's hier ein Spaßbad? Bestimmt. Dann gehen wir dahin. Das geht nicht. Warum nicht? Zu kalt kann es nicht sein. Ich kann nicht schwimmen. Bitte nicht weiter sagen. Das lernt man doch schon im Kindergarten. Mach mich ruhig aus. Blödsinn. Du kannst nicht schwimmen, ich kann zum Beispiel nicht reiten. Kann man lernen. Hallo? Was steht denn auf euren Magnetkarten? Elbe? Aha. Ich hab den Rhein. Aha. Ansonsten, liebe Freunde, ist das hier ein Desaster.